Hallo ihr Lieben, heute sind wir in Tannheim unterwegs, in Österreich, in den Alpen. Wir wollten einen Ausflug zum Pfälzalpsee machen. Ja, von hier aus werden wir zu Fuß ein Stückchen wandern, so ungefähr 45 Kilometer, Minuten. Schaut mal den Zug hier an. Das ist so ein Touristengebiet hier. Da gibt es lauter spannende, interessante Sachen. Und von hier aus, wie gesagt, werden wir zum Pfälzalpsee wandern und werden dort einen schönen Tag verbringen. Schaut mal, wie schön es hier ist. Von hier aus kann man die Berge nicht so schön sehen. Ich zeige sie euch gleich nochmal. Und ja, alle sind dabei. Ja. Roman und die Kids. Wir warten noch auf unsere Freunde. Die suchen noch einen Parkplatz und dann geht's ab in die Berge. Schaut man da hinten, sieht man ein bisschen was. So, die Wanderung beginnt. Ich wollte euch mal das schöne Haus hier zeigen. Oh, wie herrlich die Häuser hier aussehen. Wir sind jetzt schon auf unserem Wanderweg angekommen und das soll da hinten hochgehen. Zwischen den beiden Bergen, da oben wollen wir hin. Da ist der große See, der wunderschöne große See. Und diese Glocken, wie ich die vermisst habe. Klingklang, Klingklang. Ein Stückchen hier im Wald laufen und die Luft einatmen. Die ist herrlich, ne Sarah? Ja. Die Luft hier im Wald, die ist so wunderschön. Und der Weg, die Lichtungen zum Genießen. Ja, Jana? Ja. Vermisst du das Allgäu? Ja. Ja, und die Alpen? Ja. Ja, Jana sagt die ganze Zeit, wenn wir mal wieder nach Deutschland zurückziehen, dann hier in die Alpen. So, wir sind angekommen. Da hinten, wo das Häuschen steht, sind die Parkplätze und dahinter ist der See. Boah, alle fix und fertig, ja? Schon lange nicht mehr bergauf gelaufen, ne? Ja. Ja, wenn man lange nicht mehr bergauf läuft, ist man müde. Der Supermarkt, ja. Ja, eigentlich sind wir doch beim Einkaufen immer berghoch gelaufen, aber das war nur eine kurze Strecke. Jetzt sind wir eine lange Strecke gegangen. Da hinten ist der See schon zu sehen. Wie schön das hier aussieht. Herrlich. Ja, unsere Leutchen sind auch schon alle da. Sind wir zusammengekommen. Heute haben wir hier einen Gemeindeausflug auf Pfälzalpsee. Herrlich. Die Männer wollen jetzt noch weiter wandern gehen. Die Mädels bleiben hier mit den Kindern. So, jetzt haben wir hier Paddelboote organisiert und können eine Runde paddeln. Roman ist mit den Kids auf dem einen Boot. Und wir sind hier auf dem anderen Boot. Ha, Benni? Macht Spaß? Ja. Romy? Macht Spaß? Ja, eigentlich schon. Also, ich bin Nein! Alle haben Angst zu kippen. Los, Stella! Nein, warte! Hey, wink mal! Wink mal, Mädels! Winken! Die trauen sich nicht zu winken, die haben Angst zu fallen. Du hast Angst? Zu runterfallen. Na, ist nicht schlimm, Mama fängt dich auf. Juhu! Benni! Mach mal Winke, Winke! Romy! Winke, Winke!
noch eine Runde mit dem Boot. Es ist jetzt schon Abend geworden und die Kinder wollten nochmal Boot fahren mit Papa. Jetzt haben sie nochmal eine ganze Stunde hier auch auf dem See verbracht. Philipp hat sich heute müde gepaddelt. Wink mal, Romy. Hat Spaß gemacht, Romy? Ja. Sag mal, was hat dir am meisten Spaß gemacht heute? Das Ruder und das Schwimmen und so. Was noch? Und durch den Wald gehen, diese Blaubeeren oder so. Das waren Walderdbeeren. Ja, und einfach mal alles eigentlich. Man sieht auf der Kamera den Berg da hinten gar nicht. Das ist so interessant, man steht hier unten. Man hat einen riesigen Berg vor sich und der ist wie vernebelt. Man sieht ihn gar nicht richtig. Wunderschön hier, der Platz. Wir paddeln jetzt zurück, um das Boot abzugeben. Nicht ins Wasser! So schnell geht ein schöner Tag auch wieder zu Ende. Wir haben schöne Zeit am See verbracht und jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück. Ja, zeig mal deine Hände. Philipps Hände sind voll mit Blasen jetzt vom Rudern, aber du hast dich ordentlich verausgabt heute, ja? Jetzt hast du richtig breite Schultern, Muskeln gekriegt, ja? Jetzt müssen wir noch den ganzen Weg zurücklaufen, nochmal eine ganze Stunde. Aber ich hoffe, zurück ist nicht ganz so schwer, weil hin war es bergauf. Jetzt geht's weiter, bergrunter. Ja, ich hoffe, wir haben dann noch einen schönen Spaziergang zurück. Aber euch sage ich jetzt an dieser Stelle tschüss, dankeschön fürs Zusehen. Und wer hier in der Nähe wohnt oder wer mal nach einem schönen Plätzchen sucht, wo er hinfahren kann, hier ist es auf jeden Fall lohnenswert, mal vorbeizuschauen. Okay, ihr Lieben, dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao! Müde? Ja. Dann sind wir letzte. Tschüss, ihr Alpen. Es war schön bei euch.